Und ihr wisst, was das heißt. Wenn Freitag ist, war vorher normalerweise Donnerstag. So, wir gehen einfach direkt mal in die letzte Welt hier. Was haben wir denn hier? Gone Tomorrow. Let's go. Hört ihr alles gut? Spiel und mich? Und Akku Akku creept wieder hinter meiner Cam hervor. Ey, die sieht aus wie dieser Pokémon-Let's Player von YouTube. Krass, ey. Zufälle gibt's, oder? Vierte Ferienwoche ist fast zu Ende. Achso, es sind Ferien aktuell. Ja gut, dann hat Wochenende ja aktuell gar keine Bedeutung. Guck mal, was ich jetzt lustig machen kann. Bam. So einfach ins Gesicht geschossen. Ich habe jetzt leider gerade, wie gesagt, nicht gelesen, was der Tipp war. Aber ich gehe jetzt einfach mal von der Todesplattform aus. Das heißt, am besten einfach nicht sterben und wir sind auf der sicheren Seite. Boah, jetzt war alles wieder weg. Bam. Das ist schon geil. Hudgar! Gib mir einen Schuss Fail. Ach, das geht schon. Kann ich die auch kaputt machen? Das weiß ich nicht mehr. Offensichtlich nicht. Also nochmal, könnt ihr das Spiel gut verstehen? Hört ihr das Spiel auch nicht doppelt? Weil ich habe wie immer kein Headset auf. War das. All die Members. Sonst muss ich das Spiel nämlich bei mir leiser machen. So. Alles Jochen. Perfekt. Einfach ins Gesicht wieder mal. Nein, Wumper als Sub-Sound. Etwas, ja. Vielleicht etwas irritierend für Nicht-Crash-Streams. Ich will die ganze Zeit mit X schießen, aber auf X passiert halt nichts. Wenn am liebsten nur dich hören, Suidonis, alles klar. Schleimer. Wow. Habe ich das jetzt getroffen? Das war vielleicht nicht so schlau. Aber. Moment mal. Muss ich mal kurz überprüfen. Ja, haben wir. Okay, cool. Ich dachte gerade vor kurzem, das wäre so ein. Wir waren zu langsam oder so, aber nee, alles safe. So, Gott sei Dank ist das nicht so schlimm, wenn wir hier was verkacken. Weil wir eh den Ultra-Gigasprung haben. Da haben wir auch noch eins. Eisse. Alter, Dennis, hör auf! Ja, aber da oben ist noch eins. Hm. Da ist ein Fass. Was kein Fass ist, eine Kiste. Okay, direkt mal. Weiß jemand, ob ich die Kiste jetzt direkt schon. Ob ich da irgendwie drankomme? Hallöchen, Blue Gogeta und Raven Eye. Na? Hm. Das irritiert mich jetzt schon ein wenig. Schon ein klein wenig. Ja, wir haben sehr viel Progress gemacht. Wir haben extrem viel geschafft im letzten Stream. Was denn? Ich bin doch ganz lieb. Kommt erst später ran. Okay. Dann vertraue ich jetzt einfach darauf und wir gehen einfach mal weiter. Hallöchen, Ice Prince Noah. Hallöchen, Klume. Gar nicht gesehen gerade in der. Der Masse der Leute. Erzählt doch mal, was habt ihr denn heute so Schönes gemacht? Hattet ihr auch einen Render-Fail wie ich? Da fast den Style vergessen, wollte ich gerade sagen. Hattet ihr auch einen Render-Fail wie ich?
Beziehungsweise ich hatte keinen Render-Fail, sondern ein Codec-Fail einfach. Weil diese letzten Aufnahmesession von Metroid Prime ist bei mir die Festplatte vollgelaufen. Und ja. Das heißt, ich musste quasi eine Ersatzdatei nehmen. Die funktionierte auch, die konnte ich mir angucken und so weiter. Ich habe nur dann heute beim Schneiden gemerkt, dass ich die nicht in mein Videobearbeitungsprogramm ballern kann. Das heißt, ich musste quasi die Aufnahme nochmal mit Fraps abfilmen. Um quasi, damit ich den anderen Codec geben kann. Das war ein bisschen nervig. Aber hat noch funktioniert, Gott sei Dank. Ach nein, scheiße. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ah, Mist. Soll ich mich jetzt nochmal killen? Komm, ich kill mich nochmal. Böses Programm ist böse. Ja, richtig gemein. Du hattest wirklich einen Render-Fail. Das ist so mal. Okay, das Level ist, glaube ich, ein bisschen tricky auf 100%. Ja, da dachte ich mir auch gerade eben, Ferien. Hat ja schon ewig nicht mehr. Mit Fraps sind Fraps wahrscheinlich irgendwie unmenschlich groß. Ja, in der Tat, aber Fraps hat bei mir einfach immer noch die zuverlässigste, beste Qualität. Hä? Eben wurde das nicht aktiviert. Dann kill ich mich nochmal. Dann kill ich mich eben nochmal. Bin um 4 aufgestanden, pünktlich für Hearthstone. Und nein, hatte keinen Wecker dafür gestellt. Dann noch mit Excel rumgeärgert, weil das Datei nicht öffnen wollte. Dann wieder Hearthstone. Was ist denn in Hearthstone? Ist irgendwie ein neues Pack rausgekommen oder was? Rüber hat vorhin auch irgendwas von Hearthstone gepostet. Ich habe doch keine Ahnung. Ich hab das nur ganz kurz mal gespielt. Wie die meisten Kartenspiele, nicht wahr? Nur weil ihr alt seid. Immer diese Opas. Alles klar, neue Erweiterung, okay. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. So, wir werden das jetzt einfach mal überspringen gekonnt. Das war ganz schön knapp. Unnötig knapp. Eine Little Cam auch, ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber es ist nicht ein reines Fraps-Problem, sondern dass die meisten Screamer das unkomprimiert machen. Was meinst du? Achso, dass es so groß wird, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, ich arbeite zwar seit 8 Jahren mit diversen Videoaufnahmeprogrammen und so weiter, aber ich würde trotzdem nicht behaupten, dass ich Ahnung habe. Das war nicht vollkommen ernst. Alter, das ist ja super kacke hier. Okay, das heißt, die erwarten von mir, dass ich erst das Spiel durchspiele und dann nochmal zurück backtracke zu dem Bonus-Level. Ich verstehe. Oh ja, ach Gott, warte, dann erinnere ich mich sogar an das. Weißt du was, dann lasse ich das jetzt sogar hier mal stehen. Das ist ein Checkpoint. Lol, okay. Ja, ich erinnere mich an das Level. Das Level war auch wieder so ein ekelhaftes Backtrack-Level. Irgendwie fangen wir immer die Streams mit solchen Leveln an. Ist euch das mal aufgefallen? Ach, den grünen Kristall brauche ich auch noch. Ich hoffe, der ist aber nicht für die Boxen notwendig. Uiuiui. Was? Ah, ich dachte, der wurde mitgetötet gerade. Dennis ist mal wieder nicht zu Hause. Dennis, wo treibst du dich denn schon wieder rum? Oh Gott. Stimmt, für die Trickkisten kann ich theoretisch die Bazooka benutzen. Aber ich muss sowieso nochmal zurück später, also kann ich das auch da noch machen. Nein! Wow. Weiß auch nicht, was du war. Ich bin gerade sehr unvorsichtig. Aber Standard Anfang, ne, von dem Crash Stream. Boing. Der Wumperwerfer, richtig. So wollten wir den nennen. So, pass auf. Hier machen wir das ganz easy einfach. So. Einfach umhauen.
Das habe ich dir gestern noch erzählt, du Lachs, Dennis, als ob ich dir zuhören würde, wenn du was erzählst. Der Nein-Wumperwerfer! Ja, das passiert nur, wenn ich irgendwie, wenn ich was verfehle damit. Dann ist es der Nein-Wumperwerfer! Halt, umstatt UFO-Typ. So, jetzt ist das Level hier zu Ende. Hä? Und wo war jetzt das Ding, was ich aktivieren muss? Jetzt bin ich mega verwirrt. Okay, pass auf, wir gehen nochmal zurück. Geht nicht. Okay, das Level verwirrt mich maximal. Ach, lass mich raten, wir müssen das mit dem grünen Edelstein machen. Ah, das würde einiges erklären. Das würde einiges erklären. Naja, machen wir mal das Bonuslevel, gucken mal. Sad Life. Er hat zu viele Leben. Ja. Tut mir leid, das Spiel ist leider zu einfach, Max, in der meisten Zeit. Deswegen habe ich so viel Leben. Warum? Außer halt, wenn man 100% holt. So. Ne, hier ist auch nichts. Ja, dann muss ich wahrscheinlich den grünen Kristallweg gehen und dann backtracken. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Naja, gut, okay. Kriegen wir schon hin. Wow. Kriegen wir schon hin. Warum ziehst du ins Nichts, Crash? Nein. Dann können wir jetzt auch darauf konzentrieren, erstmal das Level zu beenden. Wow, okay. Dark Souls-Vergleiche everywhere. Everywhere. Oh shit! 35 Leben, wir brechen einen Crash-Live-Rekord. Ne, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir hatten im ersten Teil irgendwie 80 oder so. Auf jeden Fall deutlich mehr. Backtracking. Gut, dass es bei Crash nicht oft vorkommt, nicht wahr? Ja, das Spiel hat ja, glaube ich, keinen richtigen Eislevel. Gott sei Dank. Es hat nur Öllevel. Aber die sind noch okay. Außer das eine. Aber das haben wir ja schon geschafft. Ja. Da müssen wir mit dem grünen Edelstein wiederkommen. Sad Life. Spielen die Crash-Teile eigentlich vor oder nach den ursprünglichen Dark Souls-Spielen? Ich weiß nicht, ich kenne mich da lore-bedingt nicht so aus, tatsächlich. Müssten wir mal die Experten fragen. Bro. Hallöchen, Killer-Lady. Reader-Bild-Spieler hat das Spiel eine 2 als Note, aber wer glaubt schon an der Bild? Das ist... Oh nein. Oh nein, Leute. Ich muss mir direkt was zu trinken einschütteln. Einschütteln vor allem. Hallo, Shiny Blackstar. Oh nein. Okay. Versuchen wir erstmal Erster zu werden und holen danach die Kiste. Beziehungsweise, nee, wir versuchen wieder erstmal beides. Sobald wir eine Kiste verpassen... Versuchen wir noch Erster zu werden, oder? Bla. Bisher sind die Kisten sehr... Alter. Sind die Kisten sehr... nett verteilt, sage ich mal. Und wieder enge Kurven.
Mein bester Freund. Mein Freund, die Kurve. Nein! Ach, shit. Okay, Kiste verpasst. Dann versuche ich, Erster zu werden. Ha, als ob. Ich denke aber, Kisten sammeln ist leichter, Fragezeichen. Als Erster werden. Muss ich hier rausstellen. Oh nein. Mega-Kurve. Oh, die habe ich gut genommen. Das war sehr, sehr close. Aber dahinter ist ein Boost. Dann nehme ich mal lieber den. Oh Gott. Hau ab, hau ab. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Scheiße. Fuck. Das war echt nicht gut. Ja, okay. Gut. Haben wir das schon mal. Und wieder voll überfahren. You jinxed it? Ha! Nein, siehst du? Geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch die Kisten holen. Richtig schwer. Ja, das war irgendwie kam irgendwie leichter vor als das davor. Ich habe es fast gejinxt. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Ich bin auch ganz beeindruckt gerade. Ich hätte gedacht, wir sitzen jetzt erstmal eine Weile. Ehrlich gesagt. So, und jetzt nochmal die Kisten. Boost in Anführungsstrichen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ich finde, die Boosts, die behindern einen immer, weil man dann so schlecht die Kurve kann. Aber das soll ja auch der Sinn dahinter sein, ne? So, jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach ganz gemächlich und chillen, bis wir die Kisten bekommen, alle. Das sind 20, das sollte ja machbar sein, hoffentlich. So, warum bremst mal? Genau, wollte gerade sagen, dankeschön. Polizei, Freund und Helfer, hilft mir beim Bremsen. Du hast das Kind gedacht, die Schlaglöcher wären übertrieben. Bist du... Ach ja. Bumm. Bumm. Eigentlich muss ich warten, bis der eine Typ mich noch überholt, weil ich sehe schon kommen. Irgendwann wird er mich einfach wegboxen von der Kiste oder so. Crash Bandicoot. Es gibt ein Racing-Team von gibt ein Racing-Spiel von. Das heißt Crash Team Racing. Die haben auch gesagt, wenn das Spiel hier gut ankommt, dann machen sie davon auch ein Remake. Ein Remaster, wie auch immer. Und noch mehr Kisten. Gott sei Dank gibt es keine Bonusauflagen für die Kisten. So nach dem Motto, ey, du darfst es aber nur machen, wenn du mindestens Zweiter wirst oder so. Dass man hier so einen natürlichen Boost bekommt, wenn man darüber fährt. Ey, einer ist immer noch hinter uns. Wie lahm fährt der denn bitte? Crash Team Racing. Ich würde das echt gerne mal wieder spielen. Ich besaß das leider nie selbst. Ich habe es mal bei einem Kumpel gespielt früher, aber auch nur ganz wenig. Ich weiß nur, ich fand es, glaube ich, damals ganz cool. Meinungen in 2K17. Wo sind die Kisten da hinten? Ne? Das ist schon eine, ich habe es gesehen. Hinter dem Loch? So, man soll da drüber springen wahrscheinlich. Oder man macht es so lame wie ich. So, jetzt wird's kacke normal. Ich verpasse da nichts. Jawohl!
Lame Omahu, aber richtig. Hey, so, das war eigentlich Verwendung für Standard-Lootboxen Overwatch. Ja, tatsächlich. Allerdings habe ich. Du kannst einen Code wieder nur einmal pro Account einlösen. Also, ich habe meine eigene quasi schon eingelöst, aber sehr lieb von dir. Aber vielleicht jemand im Chat, der keinen Prime hat. Du sagst, die Macher könnten damit Mario Kart die Stirn bieten. Ja, Funracer ist sowieso relativ unterbesetzt, glaube ich, ne? So in der heutigen Zeit. So viele gibt es da, glaube ich, nicht. Okay, und hier gibt es also den grünen Edelstein. Gucken wir mal, welcher Tipp kommt. Alles klar, Todesweg. Na gut. Ein Todesweg!